gerade diese beiden Sonaten ausgewählt aus ganz verschiedenen Gründen. Einerseits war meine erste CD ja mit russischer, meine zweite mit französischer Klaviermusik. Ein weiterer Grund ist einfach, dass diese beiden Sonaten mir schon immer ganz besonders am Herzen gelegen sind, dass ich also auch in Konzerten, wenn ich diese beiden Stücke gehört habe, immer zutiefst bewegt war und mir einfach gewünscht habe, dass ich das eines Tages auch selber spielen könnte. Und ein dritter Grund ist vielleicht auch, dass diese Schubert-Sonate zum wirklich gesanglichsten gehört, was das Klavierrepertoire zu bieten hat. Und ich habe eben einige Sänger in der Familie, sodass ich da vielleicht auch eine gewisse Voreingenommenheit hatte in dieser Hinsicht. Also manchmal hat man diese Gedanken, während man spielt, dass man versucht, dem Komponisten zu ehren, zu spielen sozusagen, oder dass man versucht, ihm gerecht zu werden. Denn natürlich würde ich vor Ehrfurcht in Ohnmacht fallen oder sowas, oder ich würde einfach im Boden versinken, weil das einfach für mich und für viele Musiker einfach die Götter sind sozusagen. Ja, also gerade Schubert und gerade auch Beethoven. Ich liebe Beethoven über alles. Beethoven war ertaubt und hat all diese Stücke geschrieben, ohne sie wirklich hören zu können. Und ich finde es umso beeindruckender und umso bewegender, dass diese Stücke aus einer rein geistigen Substanz entstanden sind.